Servus, grüßt euch, hier ist wieder euer Franz mit einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch diesmal Drescher vorstellen. Das ist ein Standard-Drescher. Da wurde die Abladegeschwindigkeit erhöht und der Drescher ist Farbwahl. Hat ein Ladevolumen von 14.500 Liter, 652 PS, 480 kW, kostet 430.000 und 980 Euro Unterhalt. Das ist der New Holland CR 1090. Zu denen gehören einmal diese Schneidwerke, einmal das Schneidwerk, das hat 12 Meter. Da braucht man einen Schneidwerkwagen, wenn man irgendwo hinfährt, kostet 65.000. Der kann Gerste, Weizen und Raps dreschen, also ernten. Also dann hier der Maispflücker für Körnermais, 9 Meter Arbeitsbreite, kostet 45.000, 40 Euro Unterhalt. Und dann einmal das große Schneidwerk mit integriertem Wagen, wo man hinten anhängen kann, kostet 79.000, 13,70 Meter Arbeitsbreite und kostet 179.000 und 110 Euro Unterhalt, Gerste, Raps und Weizen. Ja, ich habe Orange gewählt, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, Orange gefällt mir ganz gut. Habe jetzt hier nicht den Drive Control drin. So, das schauen wir uns mal innen drin an, um, wie man sieht. Der Sitz ist auch schön in der Wagenfarbe. Das, was mich persönlich gestört, das ist so das leicht bläuliche, wie sich die Spiegel funktionieren. Das Lenkrad auch. Dann die Blinker so und so, wie man sieht. Hupe auch. So, jetzt hängen wir mal den Schneidwerk. Na? Auf Gerät wechseln. So. Her und hängen an. Klappen wir mal die Dresche aus. Den Schneidwagen erstmal zusammen. Bin wirklich gewohnt mit dem Drive Control. Man kann jetzt mit der Maus das vorne den Rechen auf- und zuklappen, wie man sieht. Und man kann jetzt auch den weiter vorfahren, wenn jetzt Wetter war und das umgeschmissen worden ist, kann man mit der linken Maus seitlich Bewegung den Vor- und Zurück tun. Das habe ich jetzt eigentlich hier liegen, muss ich jetzt mal schauen. Mal auf die Infokarte mal schauen, was auf dem Feld eigentlich drauf ist. Ah, da ist Weizen drauf, okay. Mit einem Komma, wie üblich, kann man die Stroblage ein- und ausschalten. Das Gerät wählen und schalten wir nochmal ein. Den Ernter. Schauen, ist jetzt die Stroblage eingeschalten? Ja, die Stroblage ist jetzt eingeschalten. Jetzt schalte ich die Strobablage aus, den Häcksler ein. Na, jetzt habe ich ein bisschen Push gebaut. Setzen wir mal zurück. So. So, wie man sieht, funktioniert der Drescher gut. Er hat Reifenstau,
Spuren legt er auf. Umleuchten. Das Licht. Das Licht geht auf. Rückverwandt, wo hat er? Lässt sich schön lenken. So, an. Schalten wir den Anker aus. Wie gesagt, es ist ein schöner Mod. Ist gut. Ein bisschen überarbeitet worden, wie man sieht. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut es da rein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüßt euch, euer Franz.